Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knollte. Gebt mal Däumchen hoch, weil ich jetzt wieder bin. Hätte ja auch der Ragni sein können. Also, heute mal, ne? Was ist denn nun, ihr lieben Politiker? Große Klappe, nichts dahinter. Das sag ich euch. Große Klappe, nichts dahinter. Nach dem Intro gibt's einen kleinen Einspieler und dann, hundertprozentig, dann macht Ragnarök ernst. Herr Ragnarök macht mal richtig ernst. Also, dranbleiben. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 für möglich und hat den Tätern mit härtesten Konsequenzen gedroht. Jede vorsätzliche Störung der aktiven europäischen Infrastruktur ist inakzeptabel und wird zu der schärfsten möglichen Antwort führen. Sie habe mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über die Sabotageaktion gesprochen. Es ist von größter Wichtigkeit, die Vorfälle jetzt zu untersuchen und vollständige Klarheit über die Ergebnisse und die Gründe zu erhalten, so von der Leyen. Was habt ihr nicht alle gesagt? Die Muschi von der Lügen. Was habt ihr nicht alle gesagt? Wir werden den Täter kriegen und bestrafen. Und jetzt? Jetzt, wo er versteht? Wo bleiben die Konsequenzen? Frau Muschi von der Lügen, wo bleiben die Konsequenzen, wenn die Konsequenzen so aussehen, dass wir weiter Waffen liefern, dass wir weiter hundertprozentige Unterstützung anbieten? Ja, dann gute Nacht, Deutschland! Ja, das waren wohl mal ganz eindeutig klare Worte. Oh. Juck am Lauschlappen, kann schon mal vorkommen. Stelle merken, waschen, kann ich später noch machen. Ja. Aber da hat Herr Ragnarök recht. Wo bleiben denn jetzt bitteschön die Konsequenzen? Es ist ja bewiesen, dass das ukrainische Militär das war. Eine Spezialeinheit das war. Jawohl, das ist erwiesen. Hundertprozentig erwiesen. Und dass der Solumski danach von nichts wusste. Nee. Der weiß haargenau, was sein Militär macht. Der hat die im Auge. Der ist ja schließlich im Krieg. Im Krieg ist er. Und weiß nicht, was sein Militär macht. Dieser Banause, der lügt schon wieder. Der lügt wie gedruckt. Ja, eigentlich wie alle anderen Politiker auch, ne? Auch unsere Deutschen hier, die lügen wie gedruckt. Sonst gäbe es da ja mal Konsequenzen. Wie zum Beispiel, wir bauen Nord Stream 3, damit wir wieder günstig Gas kriegen. Oder was könnten wir denn noch machen? Ach ja, wir holen mal unsere Panzer wieder zurück. Und die der kaputt gemacht hat, der Solomski, die muss er bezahlen. Und zwar sofort. So. Und jeden einzelnen Schuss, den er verballert hat, muss er uns auch bezahlen. So. Aber das wird nicht passieren. Weil der kleine deutsche Michel wieder die Fresse hält. Der hält wieder die Fresse. Das scheint euch überhaupt nicht zu interessieren. Armes Deutschland.